Moin Moin und herzlich willkommen zum ersten richtigen Gameplay-Video bei Russian Fishing 4 am neuen Fluss Belaya. Leider regnet es extrem stark und ich weiß nicht, was für Einflüsse das aufs Fangverhalten hat. Also ich habe gestern am Freitag also hier einige Stunden verbracht und habe die Fische gesucht. Und ich habe sie zum Schluss tatsächlich auch gefunden. Das hatte echt lange gedauert, bis sich herauskristallisiert hat, auf was die Fische beißen und wo sie genau beißen. Das hat ein bisschen gedauert. Dementsprechend habe ich gestern kein Video mehr aufgenommen, weil die Gefahr einfach war, dass wir gar nichts fangen. Gar nichts oder wenig fangen. Ich kann auch mal kurz die Spots zeigen. Also gefangen habe ich hier, wo ich jetzt stehe, am südlichen Zipfel in diesem 3-Meter-Bereich. Dort habe ich tatsächlich die Bachforelle erwischt. Im kompletten westlichen Bereich und hier oben ein bisschen um die Spitze drum zu, fängt man sehr gut Hechte. Dementsprechend muss man hier ein bisschen tatsächlich auch ein bisschen aufpassen, dass man hier keine monophilen Schnüre oder so benutzt und sehr schwache Fluorcarbon-Vorfächer dürften hier auch eventuell zum Problem werden. Da die Hechte hier wirklich sehr gut beißen. So, ich hoffe, dass jetzt in den Morgenstunden wir ein paar Bisse ranbekommen. Dass wir auch mal die Bachforelle sehen. Ich habe gestern, ich weiß gar nicht, 7 Stück oder so gefangen insgesamt. War nicht besonders viel, aber hier ging tatsächlich innerhalb von 30 Minuten oder so, habe ich hier 5 oder so gefangen. Ja, 5. Gestern Abend noch. Das ging dann ganz gut. Unsere Ausrüstung heute ist eine Ultralight-Route, Ultralight-Baitcast-Route, hier die Heaven Creek Cardena CSD mit 7 Kilo Tragfähigkeit. Wurfgewicht 1 bis 5 Gramm, da schränkt natürlich die Köder massivst ein. Deswegen habe ich mir mal alle Kirona Aquila zugelegt, das sind die ganz neuen Köder, die es gerade erst neu gibt. Ich habe eine Trident Charger drauf mit 5,5 Kilo Bremskraft, das ist eine Low-Profile-Rolle. Dort gehen tatsächlich 657 Meter Schnur drauf. Das heißt, ich habe 657 Meter Schnur, habe nur eine Belastbarkeit von 5,5 Kilo, aber dank der 600 Meter kann man eigentlich dran gehen, was will. Die wenigsten Fische werden mir da die Schnur von der Rolle ziehen, weil die Map-Begrenzung dann schon dort aktiv ist. Nebenbei habe ich zwei Grundruten drauf auf Mistkäfer. Mistkäfer hat sich gestern so ein bisschen rauskristallisiert, dass der so einigermaßen gut geht hier auf, ja, auf die Taimen und auf die Bachforellen. Taimen können wir eben in den Rekorden gucken, wo da aktuell so die Köder, spezifischen Köder liegen. Hier Grashüpfer, sehr beliebt. Und der Rest ist ganz schön durcheinander gewirbelt hier, ne? Also ist alles mit dabei. Wir nehmen mal die Deutschlandrekorde. Vielleicht kristallisiert sich da ein bisschen mehr was raus. Auch nicht. Sehr durchwachsen die Köder. Also hat nichts zu sagen. Ich habe noch keinen gefangen. Von daher kann ich euch da nicht viel zu sagen. Ich habe lediglich der neuen Fische raus hier die Bachforelle gefangen mit 717 Gramm. Ist auch noch kein Monster. Ist echt überschaubar. Aber geht schon in Ordnung. Geht schon in Ordnung, war in Ordnung. Hat ein bisschen gedauert, bis ich sie tatsächlich gefunden habe. Ich habe ganz am Anfang mal einen gefangen gehabt, mit 400 Gramm oder so. Aufgrund und Mistkäfer. Und das ging so. Habe ich gerade die Bremse schnurren hören? Kann wohl gar sein. Ne, doch nicht. War doch nicht die Bremse, war nur ein Versehen. Es beißt natürlich auch Rotaugen und so hier auf den Mistkäfer oder halt hier der Aaland. Wir sind auch in der Happy Hour. Das hier ist auch neu. Neu die Happy Hour. Es gibt doppelte Erfahrungspunkte obendrauf. Also 44, nochmal 88 obendrauf und dann nochmal die 44 aus dem Premium. Das heißt, 3/4 der Gesamt-EP beruhen in der Happy Hour auf dem Premium-Account. Also wer Premium hat, kann tatsächlich sehr stark davon profitieren.
Deswegen sind wir heute auch das letzte Mal im Video hier am Fluss Belaya. Ich werde die nächsten Tage tatsächlich dazu nutzen, im Rahmen dieser Happy Hour am Karpfenparadies zu sein oder am 16er, wo sich diese doppelten Erfahrungspunkte insgesamt dann auch wirklich auszahlen. Weil ansonsten macht das alles keinen Sinn. Ich möchte ja auch von diesen Erfahrungspunkten profitieren. Ich wollte es heute euch nochmal gezeigt haben, was sich da geneuert hat. Des Weiteren hat sich geneuert, weil ich weiß nicht, ob wir es jetzt sehen können. Wenn ihr gleich mal auf die Statusanzeige unten links guckt. Diese füllen sich nur langsam und all. Füllt sich gerade gar nicht, okay. Sie füllen sich relativ langsam. So, wir haben hier schon mal einen schönen Biss. Ein Barsch. Hier wieder, zack, 35 Standard-EP, 70 EP zusätzlich obendrauf für die Happy Hour, 35 EP nochmal obendrauf für das Premium und nochmal 35 EP obendrauf für die Ultra Light. Heißt insgesamt 175 EP anstatt 35. Ist nicht die Welt, gerade in den höheren Levelbereichen sind 175 EP nichts. Aber in niedrigeren Leveln wird es sich mit Sicherheit auszahlen. So, irgendwie steigt unsere Statusanzeige gar nicht. Wir haben jetzt auch 3 Strahlregen. Wir können gleich mal zum Lagerfeuer rennen und mal gucken, ob wir am Lagerfeuer unser Wohlbefinden, ganz unten links der rote Balken, ob wir das wieder steigern können am Lagerfeuer. Für das Lagerfeuer braucht ihr Streichhölzer und Holzscheite. Wir gucken mal eben. Die gibt es tatsächlich hier in der Werkstatt zu kaufen. Sind gar nicht so teuer. Wir gucken gleich mal eben, was die tatsächlich kosten. So, hier auf Geschäft und dann unter Materialien haben wir die Streichhölzer. 50 Streichhölzer kosten 35 Cent und das Brennholz kostet 75 für einen Stapel. Dann können wir zum Lagerfeuer gehen. Ich hoffe, ich habe noch was. Ich müsste noch was auf Lager haben. Ich habe glaube ich 10 geholt. Habt ihr ja gestern gesehen. So, anzünden, ranstellen. Nebenbei können wir die Gitarre verwenden. Die kann man auch nur einmal kurz verwenden. So, normalerweise müsste sich gleich unten links die Statusanzeige ändern. Natürlich können wir auch weiterhin hier am Lagerfeuer beispielsweise Tee, Kaffee und Glühwein herstellen. Oh, hier Kaffee haben wir sogar noch. Stellen wir mal Kaffee her. Können wir mit Sicherheit noch gebrauchen. Einen hatten wir auch nur noch. Okay. Glühwein haben wir, glaube ich, aktuell gar nicht. Okay. So, normalerweise sollte sich die Statusanzeige jetzt unten links deutlich verändern. Wir warten mal ab. Wir können in der Zwischenzeit schon mal hier dann gucken, was gibt es so im Café. Hier, 2 Bachforellen, 57 Silber, das ist schon richtig nice. Europäische Esche werden wir auch relativ häufig dort fangen, oder habe ich gestern relativ häufig dort gefangen. Die gehen auch ganz gut auf die Köder. Ich glaube, Kaulbarsch habe ich hier noch gar nicht gefangen. Von daher müssen wir mal schauen. So, was sagt unsere Statusanzeige? Sagt irgendwie noch gar nichts. Ist sie überhaupt minimal angestiegen? Ich weiß es nicht. So. Da steht ja auch noch ein Radio auf dem Tisch, ein Kassettenrekorder. Können wir einschalten. Kommt Musik raus. Das haben wir gestern nochmal so rausgefunden. So, ich will ja auch nicht zu lange stehen. So, zumindest hier unsere Kraftanzeige ist ein bisschen gestiegen. Unser Wohlbefinden ist auch minimal gestiegen, wie ihr seht. Also wir hätten da wahrscheinlich deutlich länger stehen bleiben müssen, damit sich die Statusanzeige richtig erholt. Beziehungsweise ich glaube, die erholt sich nicht mehr vollständig, sondern nur einen gewissen Teil. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir die Bachforelle hier an den Haken bekommen. Da haben wir schon den Biss. Das könnte sie auch schon sein.
Nee, ist ein Hecht. Ja, ihr seht, ihr müsst echt aufpassen. Gerade was die Hechte und so angeht, die sind hier schon extrem gefährlich. Also die gehen ganz gut hier an die Rolle. So, zwischenzeitlich die Köder mal ein bisschen absinken lassen und dann nochmal weiter kurbeln. Schauen, ob was geht. Ich warte noch auf so einen richtig schönen große, also eine richtig schöne große Bachforelle. Ich denke, der Timon wird eher so ein, ja, Glücksgriff sein. Den wird man wahrscheinlich so nebenbei mal an die Rolle bekommen. Obwohl ich auch schon viel im Forum gelesen habe, dass die Leute leer gezogen wurden. Die komplette Schnur von der Rolle, weil sie einen Timon dran hatten. So, hier haben wir den Zielfisch. Bachforelle 203 Gramm, also extrem klein, nicht besonders groß. Hat auch noch nicht die schöne Färbung, so sehr, sehr bräunlich. Schmeißen wir nochmal aus. Dann kann ich auch gleich nochmal die ganzen Kunstköder zeigen, die ich gekauft habe. Ich habe auch einige Jig-Geschichten gekauft. Oh, das ist jetzt was Größeres. Hab neue Jig-Haken gekauft, hab neue Jig-Köder gekauft, um die hier auch mal zu testen. Gerade weil wir nur ein Wurfgewicht haben von 1 bis 5 Gramm, ist die Auswahl der Köder doch extrem stark eingeschränkt, muss ich sagen. Die ist wirklich sehr stark eingeschränkt, so dass wir hier wirklich Probleme haben in der Köderauswahl. Wir haben nicht allzu viele Köder zur Auswahl, dementsprechend müssen wir uns mit dem zufrieden geben, was wir haben. Aufgrund der Tatsache, dass wir 600 Meter Schnur auf der Rolle haben, ist es auch ganz schwierig zu sagen, wie viel Schnur noch im Wasser ist. Weil ihr seht unten rechts die Anzeige, es ist noch ziemlich viel. So, das ist ein Aaland. Oh, gar nicht mal so klein. 1,491 Kilo. Bringt uns auch nochmal 0,2% Spinnfischen. Wir haben allein gestern habe ich weiß gar nicht, 2% Spinnfischen gut gemacht und die Low-Profile-Baitcast-Geschichten freigeschalten, sodass ich das Equipment jetzt seit gestern auch nutzen kann. Ich habe es mir dann auch gleich direkt gekauft. Fand ich eigentlich ganz cool. So, mal gucken, ob wir noch sowas an den Haken bekommen. Vielleicht eine etwas größere Bachforelle hätte ich gerne. Und es hat sich tatsächlich herauskristallisiert, dass hier die Kunstköder, die Aquilia, dass die besonders gut gehen. Ich habe mal alle gekauft, die es im Shop zu kaufen gab. 4 Gramm Wurfgewicht, 3 cm Größe, also relativ klein. Ihr seht in der Auswahl, ich habe noch gar nicht so viele. Und habe mir noch etliche Gummigeschichten hier geholt. Etliche, wie heißen sie tatsächlich? Weiche Plastikköder. Alles Mögliche am Start, was so in diesem Bereich geht, dass wir unter den 5 Gramm Wurfgewicht bleiben. Wir können also demnächst relativ viel und alles Mögliche mit Ultra Light machen. Wir wollen natürlich jetzt nicht nur Ultra Light noch fischen, das ist klar. Werden aber in der nächsten Woche wahrscheinlich ein paar Mal mehr hier am neuen Fluss stehen, um halt zu gucken, wo die Fische sind, die einzelnen Spots, die irgendwo mal gefunden wurden, diese auch zu nutzen und dann vielleicht auch in der Aufnahme mal den Timon an die Rolle zu bekommen. Da wäre ich doch richtig scharf drauf. So, des Weiteren werdet ihr heute noch eine Folge sehen. Ich weiß gar nicht, heute ist, glaube ich, Karpfentag angesagt. Diese Folge habe ich zusätzlich nochmal zu den Folgen, die ich sowieso schon aufgenommen hatte. Ich habe gestern Morgen einige Folgen aufgenommen, weil ich nicht wusste, wann ich wieder hier zur Aufnahme komme.
Und sicherheitshalber, damit ich nicht hier im 50 Grad warmen Büro sitze und aufnehmen muss, habe ich dann gleich morgens beim Zocken aufgenommen. Dementsprechend waren die Folgen fürs Wochenende eigentlich schon fertig. Morgen gibt es dann zwei Folgen am großen Strom und wahrscheinlich nochmal eine Folge hier vom Fluss Belaya, um zu zeigen, wo hier die Fische stehen und was hier so geht. So, das Wetter ist natürlich extrem bescheiden gerade. Ich hoffe, dass wir dann. Dann seht ihr, jetzt wird der Regen auch ein bisschen weniger. Aber auch Gewitter war angesagt. Oh, hier direkt der Live-Anbiss vom Döbel nochmal. Wunderbar. Den nehmen wir doch nochmal eben mit. So, wir haben trotz dessen in der Viertelstunde, die wir hier jetzt geangelt haben, etwas mehr sogar, haben wir 7 Fische gefangen. Also wer sagt, er fängt hier gar nichts, der macht definitiv irgendwas verkehrt. Also bei Nacht, in der Nacht ist die Bissfrequenz jedoch relativ schwierig, das muss man tatsächlich festhalten. Allerdings tagsüber geht es eigentlich. Da können wir uns nicht beschweren. So, ich will gleich nochmal ein Stahlvorfach drauf machen, glaube ich, und dann nachher nochmal ein bisschen auf Hechteangel vielleicht. Aber ich hoffe ja nochmal auf die größere Bachforelle. Mal gucken, ob es klappt. Ich bedanke mich schon mal vorweg bei euch fürs Zusehen. Macht immer riesig Spaß zu sehen, dass euch die Folgen auch erfreuen und dass ihr immer einen Kommentar da lasst. Ich versuche den relativ zeitnah immer zu beantworten. Ich bekomme die ja zum Glück aufs Handy, bekomme da aber nicht immer den Alert, sondern ist meist absoluter Zufall, dass ich gerade YouTube aufmache und sehe, dass ihr einen Kommentar dagelassen habt. Also wundert euch nicht, wenn es mal 2, 3 Stunden dauert, bis ich antworte. Wer damit rechnet, dass ich mitten in der Nacht antworte, den muss ich enttäuschen. Das sind so die Zeiten, wo ich tatsächlich auch im Bett liege und nicht antworten kann. Trotz dessen, wenn euch die Folge gefallen hat, wir haben zumindest den Zierfisch, zumindest einen in kleiner Form gefangen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen da und für die, die es noch nicht gemacht haben, bitte das Abo. Wir sehen uns dann später wieder. Heute kommt noch eine Folge mit Karpfen, wenn ich das richtig im Sinn habe. Wünsche ich euch viel Spaß bei. Und dann morgen gibt es wahrscheinlich noch mal eine Folge hier vom Fluss Belaya. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Herzlichen Dank, Leute. Wir sehen uns dann später wieder. Bis denne, euer Keule.